Herzlich willkommen zurück in Enderal. So, wir wollen mit Kalia nun mal weiter. Wir suchen ja eigentlich nach einer bestimmten Maschine, die den Zyklus aufhalten können soll. Und naja, dann würde ich sagen, machen wir das mal. Hier ist ein Hebel, ziehen wir mal daran. Und oh Wunder, das Tor öffnet sich und dann können wir mal hier durch. So, haben wir hier Gegner? Ich weiß es nicht. Zur Sicherheit am besten mal den Bogen zücken. Man weiß ja nie. Fände ich eigentlich angenehm, wenn es keine Gegner gäbe. Einfach mal wieder so ein bisschen freies Erkunden. Aber ich vermute mal, dass es wieder Gegner geben wird. Findet ihr ja vielleicht auch spannender. Wie gesagt, ich kann eigentlich auch immer auf Gegner verzichten. Ich schätze, wir haben unsere Maschine gefunden. Aber intakt ist sie wohl nicht mehr. Spürst du irgendwas, Saira? Mit deiner Gabe, meine ich? Nee, im Moment tatsächlich nicht. Aber wir sollten uns das mal genauer ansehen. In Ordnung. Vielleicht finden wir ja irgendwelche Hinweise oder Kleinteile, die wir gleich mitnehmen können. Den Rest wird der Orden dann wohl mit Lasttieren oder Miraden nach Ark schaffen müssen. Ich möchte immer ganz kurz... Was für ein seltsames Metall. Es ist kein Deut gerostet über all die Jahrtausende. Hört euch einfach mal dieses tiefe, bassige gerade im Hintergrund. Finde ich so geil. Das klingt irgendwie so richtig episch. Richtig nice. Das klingt wie so ein Mechanismus, finde ich. So ein alter Mechanismus. Und das sieht halt auch Hammer aus. Ich möchte hier bleiben. Ohne Witz, ich finde das gerade richtig episch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hoffe, das kommt bei euch nur auch nur halbwegs so gut rüber wie bei mir gerade. Es klingt ein bisschen, als würde die Maschine noch laufen. Ach, guck mal, hier läuft auch noch irgendwas. Ein Mühlrad. Ich meine, noch dieses andere Geräusch. Dieses, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Da gibt es ja noch so ein helles Klimpern. Aber wie gesagt, dieses tiefe Geräusch, das finde ich eigentlich mit am coolsten. Dieses Geräusch, es erinnert mich leicht an so ein Netherportal in Minecraft. Wenn ihr es gerade hört. Dieses irgendwie. Das finde ich klingt nicht so geil. Das stört mich sogar fast ein bisschen. So, Hängemoos können wir mal sammeln. Hier geht es auch noch weiter. Okay. Haben wir sie gefunden? Die Maschine, die den Zyklus aufhalten kann. Ein altes Pergament. Es wirkt auf einer Ebene, die wir noch nicht ansatzweise verstanden haben. Wie eine kosmische Gewalt. Eine kosmische Gewalt. Was ich an der Stelle ganz interessant finde, ist, dass sie überhaupt schon sowas wie kosmisch kennen. Ne, wisst ihr, was ich meine? Mir fehlt gerade die Musik. Wie soll es wieder? Ah, hier kommt sie wieder. Schön. Das sieht halt schon irgendwie geil aus, ne? Ich muss das gerade noch. Sorry, wenn es gerade nicht so vorangeht, aber ich muss das irgendwie noch ein bisschen einfangen. Hier würde ich mir auch fast ein bisschen hochauflösendere Texturen wünschen als das hier. Auch hier. Ich meine, das ist zwar schon okay, aber ja, naja. Das sind halt wirklich so Texturen von vor, weiß nicht, 6 Jahren. Da könnte man, denke ich, mittlerweile schon ein bisschen ein besseres Level noch auffahren, aber okay.
Naja, gut. Ich mach mal weiter. Ich will jetzt das auch nicht zu lange aufhalten. Wir suchen nämlich Teile von dieser Maschine angeblich. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die aussehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Pergament zum Beispiel schon eins war. Können wir mal schauen. Wir können mal versuchen, ob wir mit Kalia reden können. Wir sollen die Teile ja zu ihr bringen. Hast du schon was gefunden? Okay. Das Pergament, beziehungsweise die Pergamente, können wir zeigen. Aber wir fragen erstmal noch ganz kurz, hast du mich eben Saira genannt? Was hat das damit auf sich? Das ist tatsächlich was, ich meine, mich wundert das schon gar nicht mehr. Ich kenne sie ja schon ein bisschen so gesehen. Aber ich glaube, sie hat uns hier heute tatsächlich das erste Mal so genannt. Deswegen fragen wir mal. Oh, das war mir gar nicht bewusst. Saira ist kyranisch und kann viele Dinge bedeuten. In unserem Fall aber am ehesten Waffenbruder. Wo wir schon dabei sind, kann ich dich eigentlich fortan so nennen. Ich hoffe, das ist kein Problem für dich. Eine Option haben wir nicht, weil sonst hätten sie alle Dialoge mit verschiedenen Namen machen müssen. Ja, Waffenbruder, aber es kann natürlich auch andere Dinge bedeuten. Ja, das ist uns, denke ich, klar. Ein seltsamer Dynamo. Und radioaktive Flüssigkeit. Warum? Okay, jetzt habe ich mir doch mal eine Frage. Wenn man sowas sieht, ja. Ich meine, gut, es könnte auch Gift sein, aber irgendwie, ne? Man denkt, also zumindest ich denke, wenn ich sowas sehe, irgendwie an Radioaktivität. Aber warum? Ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, dem es so geht. Aber warum denkt man denn bei sowas Grünem an... Ah, halt! Nein! All die Energie. Sie ist nutzlos ohne den Numinos. Toll, jetzt habe ich es auch noch runtergestoßen. Das war ja super. Nee, aber, ne? Ich glaube, Uran ist ja so ein bisschen grünlich. Vermutlich liegt es einfach daran. Man stellt sich halt immer so vor, wie grün leuchtend. Aber das ist natürlich Schwachsinn. Glaube ich zumindest. Ich hatte jetzt noch nie Uran in der Hand. Ich habe es jetzt eigentlich auch nicht vor. Aber ich könnte schwören, so sieht es nicht aus. Okay, wir bringen mal noch das, was wir gerade eben gefunden haben, diesen seltsamen Dynamo zu Kalia. Hast du schon was gefunden? Oh ja. Ach so, wir haben auch die Pergamente noch gar nicht gezeigt. Upsi. Erstmal die Pergamente. Diese Pergamente, das könnten Konstruktionspläne oder so etwas in der Art sein, meinst du nicht? Könnten sie, stimmt. Lass sie uns mitnehmen und den Arkanisten zeigen. Und dann habe ich noch diesen Dynamo hier gefunden. Das sieht nützlich aus, was auch immer es ist. Ja? Du hast recht. Wie ist es möglich, dass sich die Ringe drehen? Lass es uns mitnehmen. Diese Dynamos fand ich eh immer ein bisschen merkwürdig. Vor allem in Skyrim, weil sie da ja gefühlt gar keinen Sinn haben. Ne? Kann die sammeln, aber irgendwie... Man hat sie auch immer gesammelt. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, falls ihr das schon gespielt habt. Falls nicht, solltet ihr das auf jeden Fall machen. Weißt du, diese Dynamos? Und Enderal solltet ihr natürlich auch spielen, ist ja ganz klar. Diese Dynamos, die hatten irgendwie nie so einen richtigen Nutzen, aber man hat sie dennoch immer mitgenommen. Zumindest anfangs. Irgendwann auch nicht mehr, weil man irgendwann wusste, dass es nichts bringt. Ein Kristall. Vielleicht ist das der Luminos? Irgendwas hat ihn doch noch gebraucht. Naja, wir schauen auch mal, was dazu uns erzählt wird. Richtig. Nichts anderes verfügt über so viel unverdünnte Macht. Tja. Sorry, dass ich gerade so ein bisschen stiller bin, ne? Aber ich muss immer noch diese Atmosphäre ein bisschen aufnehmen. Ich finde auch diese Rohre hier, die sehen irgendwie witzig aus. So. Und ich möchte an dieser Stelle auch mal ganz kurz darauf hinweisen. Wir sehen so eine Maschine, glaube ich, nicht zum ersten Mal. Ich kann mich täuschen, aber ganz am Anfang, im allerersten Dungeon, das man hier in Enderal bereist, sag ich mal. Also wirklich ganz am Anfang, nachdem man da an Land gespült wurde, geht man durch so einen Dungeon durch und da ist in der Mitte auch so ein Ding. Ich bin mir recht sicher, nicht hundertprozentig, aber wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher.
Es scheint also mehrere davon zu geben. Und ich möchte auch nochmal so ein bisschen, ja, ich weiß ja mehr, deswegen weiß ich auch so ein bisschen, auf was man hier achten sollte oder kann. Und wir hatten ja ganz am Anfang, falls ihr euch noch erinnert, als wir in dieses Dungeon reingegangen sind. Also in dieses jetzt hier. Da war, beziehungsweise bei den Glocken war das. Da war ja diese eine Figur, die so ein bisschen wie versteinert aussah. Die Hand so vors Gesicht gehalten hatte. Und sich scheinbar vor irgendwas schützen wollte oder sowas. Tja, und was haben wir hier gefunden? Eigentlich das Einzige, was in irgendeiner Weise Sinn machen würde, vor was sich diese Person schützen wollte, ist eigentlich dieses Konstrukt. Ja, wir wissen, dass es viel, sagen wir mal, ungebündelte Energie hat, also oder sehr viel Energie entfesseln kann, was auch immer. Es soll ja den Zyklus aufhalten können. Und vielleicht war diese Druckwelle halt einfach so krass. Oder was auch immer. Dass sie diese Person halt davor schützen muss. Und die Frage ist dann natürlich, lag jetzt einfach daran, dass sie zu nah dran war. Ja, wenn man jetzt versucht, den Zyklus zu brechen, vielleicht darf man halt nicht zu nah an diesem Ding stehen. Ja? Vielleicht braucht man, keine Ahnung, 5 Kilometer Sicherheitsabstand, was auch immer. Und vielleicht hat aber auch irgendwas nicht funktioniert. Vielleicht hat die Maschine einen Baufehler. Denn das Problem ist natürlich, wir wissen nichts über diese Maschine. Auch die Stimmen, die wir vorhin gehört haben, das war ja wohl die Zivilisation vor uns. Auch sie wussten nicht wirklich, was es damit zu tun hat. Sie meinten, sie verstehen nicht ansatzweise, was diese Maschine tut, was sie gemacht ist. Und was ich mich dabei auch frage, haben die Maschine vielleicht auch nur hier gefunden? Ja, vielleicht haben die Maschine auch gar nicht gebaut, wie wir zuerst vermuteten. Vielleicht haben die auch nur eine gefunden von einer Zivilisation davor. Und wenn das stimmt, dann ist natürlich auch wieder die Frage, wer hat dann überhaupt diese Maschinen gebaut? Naja. Auf jeden Fall viele Fragen, ne? Wir zeigen Kalia mal noch das letzte Teil, damit es ja ein bisschen vorangeht. Hast du schon was gefunden? Jawohl, ich glaube, ich habe das letzte Teil. Und zwar ein Kristall. Sieht man nach einer Art Energiespeicher oder sowas aus. Lass mich mal sehen. Ja, in der Tat. Scheint ein Energiespeicher zu sein. Aber er ist leer. Naja, ich glaube, den Rest, den soll der Orden borgen. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ja, vermutlich hast du recht. Hoffentlich haben wir nichts übersehen. Also zurück zu Lishari. Geh voran. Sag doch sowas nicht, wie hoffentlich haben wir nichts übersehen, sonst suche ich, ob ich noch irgendwo was übersehen habe. Könnte hier noch etwas sein? Haben wir etwas Wichtiges, ein wichtiges Detail übersehen? Auf was wollte sie uns hinweisen? Wo ist es? Und was ist es? Müssen wir hier im Felsen kraxeln? Müssen wir auf die Maschine rauf? Da oben scheint es auf jeden Fall noch Hängemoos zu geben. Kommen wir da irgendwie ran? Was klimpert hier so? Gibt es hier vielleicht ein magisches Symbol? Eine Eispranke? Was haben wir übersehen? Was haben wir vergessen? Ich glaube, wir haben nichts vergessen oder übersehen, aber weiß nicht. Ich mag das nicht, wenn es so einen Hinweis gibt. Was soll das denn? Da habe ich ja wirklich das Gefühl, ich hätte was Wichtiges übersehen. Oder? Das klingt so ein bisschen wie so ein subtiler Hinweis. So, ach, schau dich doch besser nochmal um. Vielleicht gibt es ja noch was Interessantes. Aber ich glaube, wir haben alles Wichtige mitgenommen. Kommt sie? Ja. Also, ich hoffe, die haben uns jetzt wirklich den Rücken freigehalten. Sieht aber gut aus. Frau Pegast, wir haben da etwas gefunden. Das ging ja schnell. Und? Arantial hatte recht. Da hinten ist tatsächlich eine Art Maschine, wofür auch immer sie gut sein soll. Sie ist allerdings ein bisschen zerfallen. Aber so zerfallen eigentlich auch nicht. War ja auch zu erwarten. Ich habe einen meiner Männer nach Ark geschickt. Arantial wird morgen einen Trupp mit einem Dutzend Leons schicken und wir werden alles Brauchbare in den Tempel schaffen.
Hoffen wir mal, dass diese Maschine wirklich das ist, was wir uns von ihr versprechen. Na gut, was das angeht. Wir haben dort unten auch Pergamente gefunden. Ihr könnt auch Pyräisch lesen, oder nicht? Vielleicht könnt ihr entziffern, was da draufsteht. Kann ich. Zeig mal her. Interessant. Wirklich interessant. Was? Scheint, als sei diese Maschine wohl wirklich nur ein Prototyp gewesen. Die echte muss sich wohl irgendwo anders befinden. Und hier steht auch ein Name. Die Pyrea nannten diese Maschine das Leuchtfeuer. Sehr symbolträchtig. Allerdings. Na dann. Scheint, als hätten ihr und eure Vision mal wieder den Tag gerettet, Prophet. Für mich gibt es jetzt eine Menge zu tun. Wenn ihr alles erledigt habt, schlage ich vor, ihr kehrt nach Ark zurück und erstattet Bericht. Was meinst du, Saira? Gehen wir oder willst du noch bleiben? Gut, streng genommen wissen wir, es gibt hier irgendwo noch einen Abzweig, den wir theoretisch noch erkunden könnten. Ich vermute mal, dass er aber relativ früh entweder in eine Sackgasse führt oder zumindest auch zu irgendwas verbindet, wo wir schon waren. Deswegen, glaube ich, müssen wir nicht unbedingt, oder? Ich glaube, wir gehen. Ich glaube, wir gehen wieder Richtung Tempel. Gut. So. Der Großmeister hat eine Konferenz im Emporium einberufen, um diese Maschine zu diskutieren, und er wollte uns sehen. Lassen wir ihn nicht länger warten. Sie klingt irgendwie nicht so begeistert. Ich weiß nicht, ob es mir gerade nur so vorkommt, aber irgendwie, naja. Alles, was ich sage, ist, dass es effektivere Möglichkeiten gibt, dem roten Wahnsinn beizukommen. Und heidnische Konstruktionen auf dem Götterauge sind das Letzte, was das Volk in der derzeitigen Situation beruhigen wird. Vielleicht. Aber wenn diese Maschine, dieses Leuchtfeuer, wirklich eine Waffe gegen den Zyklus darstellt, dann will ich sie hier in unserer Nähe haben. Sharim, wie lange braucht ihr für die Rekonstruktion? Das hängt ganz davon ab, wie viele pyräische Forscher ihr griffbereit habt, die uns zur Hand gehen können. Denkt doch mal nach, Arantheal. Wie sollen wir euch eine Einschätzung geben, wenn wir das Ziel nicht kennen? Wir werden uns unverzüglich an die Arbeit machen und euch regelmäßig Bericht erstatten. Aber auf jeden Fall brauchen wir Stahl und pyräischen Kristall. Und zwar viel davon. Dann werden wir ihn liefern lassen. An die Arbeit. Wie die wirklich alle synchron aufstehen. Ihr habt ausgezeichnete Arbeit geleistet, Prophet. Hier, das wird euch angemessen für eure Mühen entlohnen. Mit dem Leuchtfeuer und dem Siegelstein haben wir nun sowohl eine Waffe als auch eine Verteidigung gegen die Hohen. Und damit eine Perspektive. Das ist mehr, als ich mir erhofft habe. Es gibt aber auch eine schlechte Nachricht. Ich habe eine Konferenz mit den Wichtigsten von uns einberufen. Sie findet in einem Tag statt. Kommt dann wieder und nutzt die Zeit bis dahin, um euch von der Suche zu erholen. Dann wollen wir das tun. So, wir sollen warten, bis die Besprechung vorbei ist. Okay, wir haben jetzt noch ein bisschen neue Quests bekommen. Schauen wir mal ganz kurz da drauf. Wir gehen mal hier ins Questbuch, denn es gibt jetzt hier Zwischenspiel. Das ist quasi die neue Hauptquest. Wir haben jetzt aber auch hier eine Sache, und zwar zwei Seelen Teil 2. Ich wundere es gerade ein bisschen, dass wir da nicht noch eine andere haben, aber okay. Das sind nämlich, es gibt auch eine Quest zu Jespa. Ich habe gerade vergessen, wie die heißt. Vielleicht haben wir die auch gerade einfach noch gar nicht da. Naja, aber prinzipiell gibt es immer mal wieder in der Hauptquest solche Zwischenschritte, wo man mit den Leuten reden kann. Und die möchten natürlich alle mitnehmen, das ist ja ganz klar. Deswegen aktivieren wir das mal. Und dann schaue ich halt mal auf die Uhr und sehe, dass wir eigentlich schon fast wieder eine Aufnahmepause machen können. Gerade weil ja die letzte Folge ziemlich lang war, können wir die auch einen Tick kürzer machen. Aber wir können uns da zumindest schon mal ein bisschen in Richtung von Kalia bewegen. Und ich schätze mal, es ist klar, was wir mit ihr zu besprechen haben. Denn sind wir mal ganz ehrlich, was wir in Alt-Dothulgrad... Das sieht gerade richtig geil aus, finde ich. Was wir in Alt-Dothulgrad gesehen haben, war, sagen wir mal, zumindest ungewöhnlich. Ich frage mich auch gerade, wo denn Kalia ist. Das finde ich auch gerade etwas ungewöhnlich. Äh,
Ach, scheinbar direkt hier draußen. Ne? Und das sollten wir, glaube ich, durchaus mal mit ihr besprechen. Ob sie sich uns anvertrauen möchte, weiß ich nicht, aber wir können es ja mal probieren. Ne? Ich würde mir echt wünschen, die Texturen wären noch ein bisschen hochauflösender. Das sähe dann schon mal ein ganzes Stück geiler aus. Also, wenn man dann zumindest nah rankommt, dann ist es halt immer so ein bisschen verwaschen. So aus dieser Distanz oder vielleicht noch ein bisschen weiter sieht es halt schon ziemlich geil aus. Aber wenn man dann näher kommt, dann ist es halt doch ziemlich matschig. Naja. Okay, ich würde sagen, wir gehen im nächsten Part nach draußen. Dann reden wir mit Kalia und schauen wir mal, ja, was wir mit ihr so bereden können. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao.